Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden von und mit Anja Landler und Anne Bucher. Von Anders mit Hund, deinem Podcast über bedürfnisorientiertes Leben mit Hund. Und wir widmen uns heute einem Thema, da haben die Anja und ich schon manches Mal geschnauft, die Augen verdreht, uns vor den Kopf gehauen. Da sträuben wir uns. Nämlich das Thema, dein Hund als Spiegel deiner Seele. Anja, magst du vielleicht mal damit anfangen, zu berichten, wo Menschen zu uns kommen und davon ausgehen, dass ihr Hund sie spiegelt, beziehungsweise dass der Hund eben unter ihrer Unzulänglichkeit leidet, sozusagen, emotionalen Unzulänglichkeit leidet. Ja, wo soll man da anfangen? Also es gibt wirklich Beispiele in allen Lebensbereichen, womit wir, würde ich jetzt sagen, sehr häufig konfrontiert sind Situationen in zum Beispiel Hundebegegnungen oder in Begegnungen, wenn dann der Hund laut reagiert, ängstlich reagiert oder aggressiv reagiert und die Menschen sagen, es liegt ja an mir, weil ich in der Situation nicht souverän genug bin, weil ich selber Angst habe, weil ich selber verzweifelt bin, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich die Luft anhalte. So diese Dinge kommen dann. Das passiert schon relativ häufig, würde ich jetzt dann sagen. Und da kommt halt dieser Satz dann schon sehr oft. Ein anderes Beispiel, was ich sehr oft höre, ist, wenn der Hund zu Hause nicht zur Ruhe kommt, dass die Menschen dann eben sagen, oh, das liegt daran, dass ich nicht zur Ruhe komme. Und ja, das ist dann, wir finden dann auch Beweise dafür, weil in dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen, kommt der Hund vielleicht dann doch auch zur Ruhe. Und dann ist es für uns ganz klar, der Grund ist eben unsere eigene Unruhe. Ich hatte das mal, Gott sei Dank. Kausalität und Korrelation. Genau. Ich hatte das mal mit einem sehr süßen Augenzwinkern von einem Pärchen, zwei Frauen mit Hund, wo der Hund auf Männer reagiert hat mit sehr viel Respekt und die dann zu mir sagten, bitte, bitte, sag uns jetzt nicht, dass wir doch im tiefsten unserer Herzen Männerhasser sind. Bisher haben wir immer gesagt, wir sind es nicht. Also bitte, bitte sag uns jetzt nicht, dass der das deswegen macht, weil wir da in uns irgendwas übersehen haben. Da war das mit einem zwinkernden Auge. Aber tatsächlich ist es das, was uns häufig begegnet, dass Menschen glauben, ihr Hund hat ein Problem mit XYZ, weil sie ein Problem damit haben oder weil sie eben nicht entspannt genug sind, weil sie nicht genügend Sicherheit vermitteln und dass der Hund ihre Sachen spiegeln. Und als allererstes, Anja, was können wir den Leuten mal zur Entlastung sagen? Dass es nicht so ist. Genau, atmen. Ja, es ist nicht, wir können was tun, ja, wir können was tun und es ist, du brauchst jetzt keine Meditationskurse oder so irgendwas machen. Ich meine, wenn es dir gut tut, dann bitte, feel free, dann mach das, ja. Und es wird natürlich auch in gewisser Weise Wirkung haben, aber was wirklich wichtig ist, dass du dich davon löst, dass du allein dafür zuständig bist, ob der Hund sich jetzt, also wie sich dein Hund fühlt, ja, also beziehungsweise anders ausgedrückt, das, was du fühlst, fühlt nicht unbedingt der Hund, weil du es fühlst. Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Also du bist nicht das emotionale Zentrum des Gehirns deines Hundes. Du bist nicht schuld, du trägst keine Schuld für die Emotionen deines Hundes, sondern wie der die Situation bewertet, das ist seine Verantwortung. Du trägst dafür Verantwortung, in welche Situationen er kommt und ob du mit ihm
trainiert hast, diese Situation für ihn und dich angenehm zu meistern. Dafür trägst du die Verantwortung, und zwar zu 100%. Und da lasse ich auch kein Ja bei der Nachbar, sonst was, sondern du hast diesen Hund adoptiert, aufgenommen, wie auch immer. Du lebst in diesem Umfeld. Das heißt, dafür trägst du schlicht und ergreifend die Verantwortung. Und mit Verantwortung her geht auch ein Auftrag für mich einher, wie dein Hund das Ganze bewertet und was den stresst oder was den auch nicht stresst. Das entzieht sich deiner Verantwortung in dem Sinne, dass du nicht, weil du so empfindest, das Ganze auch auf den Hund überträgst. Das ist totaler Blödsinn. Also, genau, weil das, was du tust, hat einen Einfluss auf den Hund und nicht das, was du fühlst. Genau. Ja, das, was du fühlst, kann auch auf dein Tun, ja, einen Einfluss haben oder wird einen Einfluss haben, aber definitiv ist dein Verhalten in dem Fall wichtiger und das, was dein Hund tatsächlich beeinflusst. Und das zum Verhalten kommen wir gleich nochmal, aber einmal vorweg, weil wenn ich das vergesse, dann weiß ich, dass ich mich gleich furchtbar über mich ärgere. Ja. Beim Verhalten geht es nicht darum, dass du jetzt immer die super reflektierte, fröhliche Miene hast, sondern dass du bist. Dein Hund liest an deiner Mimik, an deiner Muskelspannung, an der Art, wie du Dinge betonst, wie du atmest, wie du sprichst, daran erkennt er, wie es dir geht. Und da sind sie unglaublich fein. Also sie sind unglaublich feine Bewegungsseher und sie sind unglaublich fein in dem, was sie hören. Das führt Menschen fälschlicherweise dazu, zu flüstern, wenn sie was Wichtiges vom Hund wollen, weil die ja so gut hören. Was die vor allen Dingen gut hören, ist: Bist du aufgeregt? Wie geht es dir gerade? Und solange du das nicht unterdrückst, sondern authentisch zeigst, wie du gerade bist, ist es für die Hunde viel, viel, viel leichter, als wenn du Dinge unterdrückst. Und natürlich ist das keine Rechtfertigung, jetzt den Hund anzuschreien, wenn du wütend bist, wenn dir das jeden Tag passiert. Dann sollten wir daran arbeiten, warum bist du so viel wütend und warum passiert dir das? Aber in dem Moment, wo du wütend bist, darf dein Hund das wissen. Du solltest es nur nicht an ihm auslassen, aber du kannst durchaus weggehen, rausgehen und mal machen. Damit kann der viel besser um, als wenn du daneben sitzt und sagst, ist gut, mit so einer gepressten Stimme und so passiv-aggressiv bist. Oh, du bist so fein. Du bist so fein. Ich würde ja jetzt umdrehen, aber ich sag dir, du bist fein. Ja, ich kann ja trotzdem das Gleiche sagen, also die gleichen Worte sagen und trotzdem authentisch sein. Ja, dass ich sage, boah, Ida, im Moment, gell, möchte dir echt gerne am Mund schießen, ich weiß aber, dass es an mir liegt, ich gehe jetzt mal weg. Ja, also es macht ganz einen anderen Eindruck auf den Hund und es wird das Verhalten des Hundes auch ganz anders beeinflussen, als wenn ich dort stehe und mir irgendwie ein Lächeln aufzwängen und sag oder so, weißt du? Wir haben so eine Grundregel, kein Streit vor den Hunden. Ja. Das heißt, wenn wir merken, die Stimmung kribbelt, meistens merken wir es übrigens daran, dass die Mini anfängt, hektischer zu werden, zu bellen etc., dann ist schon was in der Luft. Und nein, die spiegelt uns nicht. Wir kommen gleich darauf, warum die das dann tut. Dann gibt es für beide Hunde Beschäftigung in der Hundeoase oder die dürfen in den Garten oder sonst was. Und dann tragen wir das aus. Aber häufig ist es schon so, dass wir so denken, worüber regen wir uns hier eigentlich gerade miteinander auf und dass es dann in Ordnung ist. Also ich bin da schon vorausschauend, so wie man es bei Kindern hoffentlich auch ist und man ja auch nicht an Arbeitskollegen die Wut ablasten darf, sollte, wie auch immer. Trotzdem dürfen wir unseren Hunden durchaus unsere ehrlichen Emotionen zumuten. Es ist immer eine Frage des Wies und nicht des Obs. Ja. Und ich denke, die Art und Weise, wie man in dem Moment Impulskontrolle zeigt, also sich selbst beherrscht, die macht eben auch den Unterschied dann. Das Thema Spiegeln ist ja erforscht, ist aber ziemlich gehypt worden und ist auch nur so lala erforscht. Und man es kommt so ein bisschen immer darauf an, in welches Lager du guckst, wie das gehypt wird. Also grundsätzlich ist dem tatsächlich in vielen Kreisen viel mehr beigemessen worden, als es ist. Und es wird dahinter viel, viel mehr verborgen. Also ich fange mal so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge an.
Bei menschlichen Säuglingen, die besitzen keine Eigenregulation. Das heißt, die brauchen für bestimmte Prozesse, die können noch nicht unterscheiden zwischen was ist Umwelt, was bin ich. Die brauchen für bestimmte Prozesse, zum Beispiel um Erregung abzusenken, brauchen die die Fürsorge von ihren Bindungspersonen, die dann eben dafür sorgen, dass man sich wieder beruhigt, zum Beispiel durch in den Arm nehmen und schaukeln. Und das ist was, was wir ganz oft fälschlicherweise auf die Hunde übertragen, weil Hunde haben durchaus eine Eigenregulation. Das sind keine Säuglinge mehr, sondern Hunde sind vom Gehirn her tatsächlich eher vergleichbar mit Kindern von 3 bis 7. Und da ist das viel, viel mehr vorhanden. Das heißt nicht, dass sie es immer perfekt können, aber wir brauchen sie nicht mehr in den Arm nehmen und schaukeln, damit sie quasi tief durchatmen. Und das ist aber noch gar nicht das, was man mit Spiegeln meint. Sondern Spiegeln ist tatsächlich, dass es Gehirnbereiche gibt, die eben bei mitfühlenden, empathischen Wesen da sind und die eben beim Gegenüber Emotionen wahrnehmen, Sinneseindrücke verarbeiten, also zum Beispiel Mimik verarbeiten, diese dekodieren können in Emotionen, dann diese Emotionen auch wahrnehmen, aber dadurch empfinden sie die nicht automatisch genauso wie der andere. Erstens mal empfindet jeder seine Emotionen sowieso anders und ich wette mit euch, dass Anjas Wut sich anders anfühlt als meine oder auch anders ausdrückt. Aber nicht nur das, sondern in dem Moment, wo das Individuum mit sich klar ist, mit sich sicher ist, all diese Sachen nimmt das Individuum durchaus wahr, dass das die Emotionen des anderen sind. Das macht zum Beispiel gute Therapeuten aus, dass sie das ganz, ganz klar abgrenzen sind. Und vielleicht kennt ihr die Begriffe wie, ich brauche mehr Abgrenzung, ich muss mich mehr abgrenzen, ich muss lernen, Nein zu sagen. Auch das Grenzen setzen bei Hunden kommt ja daher. Und im Prinzip ist es das, was es ausmacht, ob du mitfühlst und quasi die Emotionen des anderen spiegelst. Also ich nehme sie wahr, ich empfinde ein Mitgefühl für den anderen oder ob ich die Emotionen so über mich drüber schwappen lasse und nur weil die Anja jetzt traurig ist, ich auch traurig bin. Also ich kann ja durchaus mit der Anja mitfühlen, wenn sie traurig ist. Ich nehme dann ihre Trauer wahr. Ich reagiere auch auf die Trauer. Ich je nachdem, wie gut ich gerade drauf bin, mit Übersprungverhalten und einem dummen Witz oder eben mit, oh Gott, ich ziehe mich zurück, weil mir ist es gerade zu viel. Oder eben auch mit einem, ich höre dir zu, ich bin für dich da. Und trotzdem in dem Moment, wo ich nicht mehr mit Anjas Trauer konfrontiert werde, schüttel ich mich vielleicht einmal durch, brauche vielleicht auch noch einen Moment drüber nachdenken. Und dann ist es aber gut, es ist nicht mehr meine, also es ist nie meine Trauer gewesen, sondern ich kann Anjas Geschichte, Anjas Emotionen wahrnehmen, ich kann mitfühlen. Vielleicht erzähle ich auch jemandem, boah, das, was die Anja gerade durchmacht, das ist echt ein harter Brocken. Oder umgekehrt, nehmen wir mal nicht nur die Trauer, Anja erzählt mir was ganz Tolles. Und ich kann mich mit ihr freuen, aber trotzdem kann ich für mich noch traurig über etwas anderes sein oder geängstigt durch etwas anderes. Und das ist eben das Ding. Hunde, bei das Thema Spiegeln bei Tieren, dieses, sie sind der Spiegel deiner Seele, das suggeriert ja immer, dass sie das empfinden, was wir empfinden und dass sie keine Eigenregulation haben. Und das ist eben nicht richtig. Also das, also wenn du das jetzt so erzählst, das ist so komplex. Für mich, das ist ja schon unter Menschen so vielfältig und ja, wie du auch gesagt hast, wenig erforscht, dass man die Mechanismen, dass die ja gar nicht ganz so klar sind oder das auch sehr viel von der eigenen Persönlichkeit abhängt, wie man damit umgeht und was da entsteht. Also ich. Und auch von der eigenen Verfassung, ne? Also von der, ja, von dem Moment, in dem Moment Verfassung. Also wenn ich müde bin, wenn mir kalt ist und du kommst dann noch mit schlechten Nachrichten und die berühren mich, dann kann ich damit auch anders umgehen, als wenn ich gerade total in mir ruhe. Oder umgekehrt, ja. Boah, das kennt ihr alle, oder? Das kennen bestimmt alle. Euch geht's super. Ja, ihr seid so voller Freude und ihr macht eine Tür auf und wollt dem Menschen gegenüber gerade euer Highlight-Erlebnis erzählen und der macht, aha,
und hat schlechte Laune. Und in euch geht so eine Klappe runter. Das ist Frustration. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ihr dessen schlechten Laune übernehmt, sondern in dem Moment ist euer Bedürfnis nach Mitteilung, nach dem, was ihr gerade tun wollt, ist eben nicht erfüllt. Und ihr fühlt euch abgeblockt. Ihr fühlt euch zurückgewiesen. Mhm. So, wenn derjenige euch begegnet mit: Ich freue mich total, also mit einem ehrlichen, ich freue mich total für dich, aber ich bin trotzdem scheiße drauf, gib mir noch 10 Minuten, dann könnt ihr damit ganz anders umgehen. Und Hunde können das natürlich nicht in Worten zu uns sagen. Nee. Und Hunde befinden sich auch in einer Abhängigkeit von uns. Das heißt, sie befinden, wir verwalten alle Ressourcen. Und für mich ist es ein Zeichen, dass dein Hund stark gestresst ist, wenn du stark gestresst bist, ist nicht ein Zeichen dafür, dass der dich spiegelt, sondern dass wir daran arbeiten müssen, dass er weniger abhängig ist von dir, um sein Wohlbefinden herzustellen. Und das hat gar nicht so viel mit deinen Emotionen zu tun, also wie fühlst du dich, als das, wie hast du seinen Alltag strukturiert, sodass er eben Wege hat, für sein Wohlbefinden zu sorgen. Also welche alternativen Strategien hat er, wenn es ihm nicht gut geht, außer zu dir zu kommen, weil das macht es bedrohlich. Wenn du die Strategie für deinen Hund bist, dass wenn er Angst hat, wenn es ihm nicht gut geht, wenn ihm was wehtut etc., dass er dann zu dir kommt und sich bei dir Hilfe holt, dann ist in dem Moment, wo du nicht funktionierst, seine Strategie weg. Dann hat er nichts mehr. Würdest du dann sagen, wenn jemand zu sehr auf dieses, ich sage mal, auf diese Idee, dass der Hund den Menschen spiegelt, setzt und ja, das für den sehr präsent ist, dass das dann was mit der Bindung macht? Dass das womit was macht? Dass das was mit der Bindung macht. Das finde ich tatsächlich, also ja, es macht alles irgendwas mit der Bindung, aber unser Bindungstyp wird ja sehr früh in unserem Leben festgesetzt. Und dein Hund kann ja lernen, dass du die Ausnahme von dem Bindungstyp bist sozusagen, aber sein Bindungstyp bleibt der gleiche. Da ändert sich nicht so viel. Also wenn du Teil bei uns vom Anders mit Hund Zirkel bist oder in der Ausbildung bei uns oder, dann guck dir bitte den Vortrag Mensch-Hund-Beziehung bedürfnisgerecht gestalten an, weil da räumen wir ganz viel damit auf, was eben Bindung ist und gehen ganz viel darauf ein, auch was du tun kannst, damit selbst dann, wenn dein Hund vom Bindungstypen her vielleicht einer mit einer unsicheren Bindung ist, wie er lernen kann, trotzdem, dass eben du ein sicherer Bindungspartner bist. So. Aber natürlich macht es was, wenn wir unseren Hund, wenn wir uns verstellen, um unserem Hund zu suggerieren, dass alles in Ordnung ist, sozusagen. Also wenn wir ihn auf gut Deutsch bescheißen. Ja. Ja. So, weil es ist ja gerade mit uns alles nicht in Ordnung. Oder es macht natürlich auch was damit, wenn wir das Gegenteil tun. Also immer wenn wir nicht authentisch sind, werden wir für unseren Hund definitiv unsicherer sein, weil er nicht weiß, warum wir im Konflikt sind. Er weiß nicht, warum wir angespannt sind. Er weiß nicht, warum etwas ist. Und das macht es für ihn ja schwierig. Er merkt dann schlicht und ergreifend nur, die Anne ist jetzt aber angespannt. Und wenn die so angespannt ist, und jetzt kommt es darauf an, welche Konfliktlösungsstrategie hat er? Mhm. Da kommen gegebenenfalls die 4 Fs, die ihr vielleicht kennt, auch darüber haben wir gerade im Bereich Hundekommunikation im Zirkel und in der Ausbildung ganz viel gesprochen. Kommt es darum an, geht er in die Flucht, also geht er auf Distanz, geht er, antwortet er gegebenenfalls mit Aggressionsverhalten, friert er ein oder geht er eben in übermäßig freundliches oder Spielverhalten, das Fawn oder Fiddle oder Flirt, ganz egal wie du es nennen willst. Und das ist eben wieder dann seine Konfliktlösungsstrategie. Das hat aber eher was damit zu tun, dass du für ihn nicht mehr gut lesbar bist und nicht mehr gut erkennbar, wenn er eine klare Strategie hat, damit umzugehen, wie
oder mit dir umzugehen, wenn du nicht gut drauf bist, zum Beispiel, wenn er eine klare Strategie hat, mit Situationen gut umzugehen, auch wenn du ihm nicht sagst, was er zu tun hat, dann kommt er gar nicht in diese Abhängigkeit. Die Abhängigkeit entsteht ja immer dann, wenn wir uns darauf verlassen, dass wir dem Hund dauernd predigen, was er zu tun hat, wir das Wasser, das Futter, alle Ressourcen, Wohlbefinden etc. verwalten. Und das ist eben das eigentliche Problem dahinten. Also dein Wohlbefinden hat natürlich eine Auswirkung auf deinen Hund, weil er ein mitfühlendes Wesen ist. Und wenn die Sicherheit der Gruppe ist quasi ja durchaus in Gefahr, wenn die Gruppe in sich nicht gut stabil ist. Solange er allerdings Strategien hat, wie er sein eigenes Wohlbefinden herstellen kann, ist das Ganze wirklich, wirklich minimal. Wenn du allerdings für sein Wohlbefinden zuständig bist, in dem Sinne, dass du ihm durch alle Situationen unterstützen musst, dann wird es zu Problemen. Ja, wahnsinnig komplexes Thema, auf jeden Fall. Und Anja, das kennst du auch von uns, dass wenn wir gestresst sind und der Hund ist eben noch auf unsere Unterstützung angewiesen, also ich, super, fällt mir gerade was zu ein. Wir erwarten ja von unseren Hunden so gerne, dass sie andauernd Signale ausführen können, wie zum Beispiel das Sitz, also verhaltensauslösende Signale, die ihnen konkret sagen, welche Handlung sie tun sollen. So. Die Gehirnbereiche, wo eben abgespeichert ist, was bedeutet eigentlich Sitz? Die sind unter großem Stress und extrem hoher Erregung nicht oder nicht mehr gut zu erreichen. Und dementsprechend kannst du auch unter großem Stress nicht mehr auf das zurückgreifen, was du mit deinem Hund gegebenenfalls als Handlungen trainiert hast, die du machst, um eine Situation zu meistern. Und dann wirst du unter Stress zum Beispiel die Leine stramm nehmen, statt sie gezielt locker zu lassen. Und das wiederum hat natürlich dann Auswirkungen auf den Hund, wenn das alles noch zu dem Unterstützungspaket gehört, beziehungsweise wenn dadurch sich bei ihm etwas verändert. Nehmen wir an, dein Hund kann gut, wenn er Menschen begegnet, die er nicht so toll findet, normalerweise in einem Bogen dran vorbeigehen. Ja, der wendet sich einfach ein Stück ab, geht einen halben Meter zur Seite und kommt dann gut dran vorbei. Und jetzt bist du gestresst und vergisst, aus dem Stress heraus die bewusste Handlung vorzunehmen, seine Leine ein bisschen gleiten zu lassen und locker zu machen. Dann platzt natürlich seine Lösungsstrategie und er gerät auch in den Stress. Das heißt, natürlich, wenn du nicht im Wohlbefinden bist und nicht im denkenden Bereich deines Gehirns unterwegs bist und nicht abrufen kannst, was du gerade zu tun hast, um deinen Hund zu supporten, und er hat noch keine Strategie, ohne durch diesen Support auszukommen, oder er braucht eben Maßnahmen von dir, wie zum Beispiel das Längerlassen der Leine, und die kommen nicht, dann haben wir wieder ein Problem mit unserem Stress. Das ist dann eine Abwärtsspirale. Ja, das ist dann eine Spirale. Anja, was ist denn so deine Erfahrung? Was ist ein absolutes No-Go, um Menschen mehr Entspannung und mehr Sicherheit ja eigentlich im Training oder in Situationen mit ihrem Hund zu vermitteln? Was kann man so oder was sind so die Klassiker, die zum Gegenteil führen? Was führt auf keinen Fall zu Entspannung und Sicherheit? Ja, also ich finde, das sich verstellen, das wir aber jetzt in Englisch schon sehr ausführlich besprochen haben, finde ich da eigentlich an erster Stelle. Weil das ist, das führt ja auch bei mir zu Konflikten und dadurch beim Hund zu Konflikten. Ja, okay. Ich meinte eigentlich eher, was führt beim Menschen zu Konflikten? Also wieso kommt der Mensch überhaupt in die Konflikte? Warum spannen wir uns überhaupt an in solchen Momenten? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Macht überhaupt nichts. Aber du kannst die Frage, ich gebe sie gerne an dich zurück. Sehr geil. Ihr merkt, unsere Podcasts haben zwar vorher eine Grobstruktur besprochen, aber wir machen mit Absicht hier kein Skript, nachdem wir einsprechen, ja, nee, weil dann würde es sich total gekünstelt anhören. Das haben wir mal probiert, das ist ganz furchtbar. Das war ganz bei mir. Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir so frei reden, meine Gedanken gehen dann wirklich, das ist bei uns immer so, wir gehen dann in verschiedene Richtungen.
Und dann holt mir die Anne wieder ab und ich so, Anschluss verloren. Und deshalb gebe ich die Frage jetzt an dies zurück. Ich meinte damit, und auch das wirst du nachempfinden können, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, jemand erwartet von uns etwas, was wir nicht leisten können, dann kommen wir ja unter Druck. Wenn wir suggeriert oder das, wenn wir das Gefühl haben, jemand suggeriert uns, wir machen es sowieso falsch. Oh ja, ganz furchtbar. Mhm. So. Und wenn uns jemand etwas, also mit dem Suggerieren, was wir nicht leisten können, gehört ja auch dazu, du musst nur entspannt sein. Du musst so. Absolut. Und in dem Moment kann ich gar nicht mehr entspannt sein, weil mein Gehirn ja sagt. Naja, vor allem mein Gehirn sagt, ja, also so quasi, als wüsste ich das nicht selber. Und wenn ich es könnte, dann würde ich es eben machen. Also das ist so wie an Menschen zu sagen, du bist dick, du sollst abnehmen. So, als wenn ich nicht wüsste, dass ich dick bin. Also ne, funktioniert nicht. Ja, oder als würde man dem sagen, kletter jetzt über diesen Zaun, aber er kann es einfach nicht. So, ja. Und es geht einfach nicht. Und das ist der beste Weg, wie man dir Druck machen kann, indem man dir sagen kann, du musst nur entspannt sein. Und dadurch löst sich ja erst diese Abwärtsspirale raus. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können es der Umwelt nicht recht machen, wir können es der Gesellschaft nicht recht machen, dann entsteht ja überhaupt erst dieser Druck. Und mein Weg ist dabei wirklich zu sagen, bevor ich mich hochschaukel mit meinem Hund in diesen Emotionen und das eben habe, immer wieder hinzugucken, wie wünsche ich mir denn die Situation, was wünsche ich mir von mir in den Situationen und was darf ich dafür üben, damit ich da auch hinkomme und dann wirklich mir auch in schwierigen Momenten immer bewusst mache, es ist mein Hund, mein Leben, das bin ich und es ist nicht die Umwelt, sondern solange mein Hund niemandem einen wirklichen Schaden zufügt, geht es eigentlich auch niemandem was an, wie ich das mache. Und Anja, ich erlebe das oder wir kennen das, glaube ich, beide, dass Menschen ja auch ganz viel sich dafür rechtfertigen, dass sie über Leckerchen trainieren oder dass sie eben über Belohnungen trainieren und. Und in der Sekunde, wo du in die Rechtfertigung kommst, bist du automatisch angespannt. Du versuchst, den anderen zu überzeugen, das gibt Druck und es gibt wieder Druck auf dich, weil du eigentlich gegen eine Mauer läufst und das wiederum hat Auswirkungen auf den Hund. Also ich glaube, das Allerwichtigste für dich, wenn du Angst hast, dass du deinem Hund nicht gut tust, ist, dass du als erstes drauf guckst, wie kannst du Maßnahmen etablieren, mit denen es deinem Hund besser geht. Auch wenn du gerade nicht gut für ihn sorgen kannst. Also wie kannst du zum Beispiel über den Aufbau von bedürfnisbefriedigender Beschäftigung ohne dich, einem super Rückzugsort, das wäre bei uns die Hundeoase etc., wie kannst du dafür sorgen, dass wenn du gerade nicht im Lot bist, nicht verfügbar bist, was auch immer, dass es deinem Hund trotzdem gut geht. Und dann üben der wirklich wesentlichen Sachen so, dass sie dir spielend leicht fallen, auch wenn du unter Druck gerätst, sodass sie für dich zur Routine werden und du nicht mehr drüber nachdenken musst im Training, was du tust. Mhm. Und dann finde ich, Anja, wir beide kennen das Thema zu Genüge. Bitte, bitte such dir ein Umfeld, was es ähnlich macht, was nicht jammert, sondern mit dir Lösungen sucht. Also es geht ja auch nicht darum, permanent zu sagen, oh ja, das ist so schlimm, weil das wäre nicht mitfühlen, sondern das wäre mitleiden und das hilft uns nicht. Wir brauchen kein Gefühl. Ja, wir brauchen Allies, wir brauchen ein Allyship, also jemand, der oder ein Umfeld, das wirklich das supportive ist, das nicht mitjammert. Also es kann auch mal, ich will das jetzt nicht so abwertend machen, man kann auch mal mitjammern und sagen, so und was machen wir jetzt draus, ja. Absolut. So, und dann brauchst du dir auch keine Sorge mehr darüber machen, ob der Hund der Spiegel deiner Seele ist. Dein Hund hat seine Emotionen, du hast deine, ihr seid miteinander verbunden und die Sachen beeinflussen sich natürlich gegenseitig, aber nur weil du entspannt bist, wird dein Hund nicht durch alle Situationen entspannt durchmarschieren und umgekehrt, nur weil du angespannt bist, würde ein Hund, dem es gerade richtig gut geht, sich nicht automatisch total, also würde nicht automatisch total eskalieren oder dem würde es total dreckig gehen, so, sondern da vielleicht auch mit einem gewissen gesunden Augenmaß hingehen und es auch nicht als Ausrede nehmen. Ja, ich kann ja gerade gar nicht trainieren, weil mir geht es nicht gut oder so. Also, es macht überhaupt keinen Sinn.
Ja. Da stimme ich dir absolut zu, ja. Das heißt, zusammengefasst, du trägst die Verantwortung dafür, wo und wie ihr lebt und dass du deinem Hund beibringst, dass es ganz, ganz viele tolle Sachen gibt, die er auch ohne dich machen kann, dass er ohne dich für seine Sicherheit sorgen kann. Und ansonsten gilt es darauf, auf dich persönlich zu achten, auf dich zu achten, damit es dir gut geht. Und wir hoffen, dass wir dir mit dieser Podcast-Episode ordentlich Druck nehmen konnten, dass du eben schon Verantwortung trägst, aber bitte, bitte, bitte lass dir nicht ankreiden, dass du in Situationen unentspannt bist und dein Hund deswegen auch oder dass es deinem Hund nicht gut geht, weil es dir nicht gut geht. Und ja, in diesem Den, Sinne. also den Druck können wir dir nehmen. Also du darfst auch zu Beginn, wenn du was änderst, angespannt sein. Das ist völlig okay. Das wird sich dann im Laufe der Zeit nämlich tatsächlich verändern. Und wenn wir dieses inspirierende Umfeld für dich sein dürfen, wenn du gerne möchtest, dass du eben viele Menschen um dich herum hast, die ähnlich wie wir ticken und denken, das heißt, dass sie ähnliche Werte haben und sich dem ähnlichen Trainingsweg verschrieben haben, dann komm doch zu uns in den Anders mit Hund Zirkel. Und wenn du das weitergeben willst auch, dann schau dir auf jeden Fall unsere Ausbildung an. Die startet wieder am 15.01. 2023, da geht es in die nächste Staffel. Wir freuen uns total, wenn wir dich da in einem dieser Wege begleiten können. Und ansonsten komm immer mal wieder vorbei in die Podcasts, in die Blogs und in den Newsletter. Ganz genau. Hör mal wieder rein. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns in den letzten Wochen ein wenig rar gemacht und das hatte einen guten Grund. Unsere neue Ausbildungsstaffel ist im Juli gestartet und ein echtes Team. Und wir haben die Zeit darauf verwendet, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu arbeiten, uns neue Dinge einfallen zu lassen und auch einfach mal ein bisschen durchzuatmen und Zeit für die eigenen Hunde zu haben. Und jetzt geht es wieder los mit deinem Anders mit Hund Podcast, mit tollen Episoden. Und wir freuen uns total drauf, dich in die Themen, die wir uns überlegt haben, mitzunehmen. Und eine Sache, die ist uns in den letzten Wochen in Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden immer mal wieder bewusst geworden oder immer sehr bewusst geworden, weil sie sehr häufig auf den Tisch kam, nämlich, wie finde ich eigentlich so das richtige Maß für mein Training? Was ist da eigentlich ganz konkret das Richtige? Mache ich zu viel? Mache ich zu wenig? Anja, sag mal, kennst du das, dass Leute das Gefühl haben, dass sie zu viel machen? Ja, absolut. Also das ist dann meistens so, dass sie das schon merken, dass es zu viel ist, also aufgrund der Reaktion der Hunde. Und zu viel hast du gefragt, gell? Ja, okay, jetzt war ich kurz, meine Gedanken sind jetzt in verschiedene Richtungen. Das klappt allerdings nicht. Ja, genau, also dass sie dann eben merken an der Reaktion des Hundes, dass es vielleicht zu viel ist oder wenn sie sich selbst reflektieren, dass sie dann doch merken, vielleicht ist es auch für sie zu viel. Auf jeden Fall kommt das schon vor. Es gibt aber auch das Gegenteil. Ich finde, das Gegenteil gibt es viel, viel häufiger. Also die klassischen drei Sachen, an denen ich merke, dass Leute denken, sie machen zu viel, ist zum ersten, es ist ihnen persönlich zu viel. Also sie sind eigentlich gestresst und häufig ist es dann nicht, dass sie denken, sie machen zu viel, sondern sie merken einfach so, boah, das Thema, das ist so schwer und das ist so viel. Und sie haben das Gefühl, das ganze Leben dreht sich nur noch um den Hund. Das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich tatsächlich zu viel machen. Das Zweite, was du eben auch schon sagtest, ist dieses Gefühl, der Hund ist einfach drüber. Also dem Hunde sitzt zu viel, der hat auch keinen Bock mehr, der mag nicht mehr. Das wird eigentlich alles wird too much. Und das Dritte ist eigentlich ja das, was wir uns wünschen, nämlich sie setzen sich hin, machen sich bewusst, was erlebt der Hund eigentlich den ganzen Tag, wie viel passiert da eigentlich? Und dann denken sie sich, ups, das ist aber doch schon eine ganze Menge.
Würdest du mir zustimmen, dass das Gegenteil davon, also das Gefühl, zu wenig zu machen, nicht genug zu machen, viel, viel häufiger ist? Ja, da stimme ich dir zu. Und da gibt es auch wieder so viele Aspekte, warum die Menschen das glauben, dass sie zu wenig machen. Also, was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass es doch irgendwie, ich sage jetzt mal, einen gesellschaftlichen Druck gibt, wie Hunde sein zu haben und was Hunde alles können müssen. Und irgendwie versuchen sie dann dem zu entsprechen. Und also das, was ich, das fängt damit an, eben, dass ja, Hund nicht bellen darf, so, das ist auch ein häufiges Thema, oder dass sich der so und so in Gesellschaft von Menschen oder anderen Hunden benehmen muss. Und abgesehen davon, dann muss man ja noch das und das Hobby für den Hund, das gar kein Hobby für den Hund, sondern für den Menschen ist, machen, weil hast du schon diese und jene Geschichte mit dem Hund gemacht, weil das ist doch so toll für den Hund. Und das alles führt dann dazu, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ich mache viel zu wenig. Es wird einem total oft ja auch suggeriert von außen, dass wenn es Verhaltensprobleme gibt, dass dann einfach nur die Auslastung und Beschäftigung nicht stimmt. Also der Hund macht das und das, ja, du hast ihn ja auch nicht genug beschäftigt, du hast nicht hart genug trainiert, du hast nicht konsequent genug trainiert, du machst einfach zu wenig. Und wir Menschen, wir ziehen uns diese Schuhe immer sehr, sehr schnell an, weil wir ja, oder viele von uns ja tatsächlich in dieser Schuld und ich bin nicht genug und ich mache nicht genug und ich gebe mir nicht genug Mühe, Falle gefangen sind und sich davon frei zu machen und wirklich zu sich zu kommen und sich diese Vorwürfe gar nicht anzuziehen. Das bedeutet ja auch schon, dass man gegebenenfalls mal aneckt oder dass man eben auch ja immer wieder sich auf sich besinnen darf, muss, damit man eben sich da nicht so durch die Gegend schubsen lässt. Ja, Und nach es ist meiner. halt so leistungsbezogen alles. Und das wird halt auch im, mit dem Thema rund um das Thema Hund so wahrgenommen. Total. Also ich finde das auch. Und wir setzen uns ja auch ganz oft Leistungsziele. Es wird dir immer gesagt, setz dir Ziele. Und diese Ziele beinhalten eigentlich immer spezifisch messbare Dinge. Das heißt, wir setzen uns ganz viel Leistungsziele. Und das ist auch gut. Also sich Ziele zu setzen im Hundetraining ist gut. Das finde ich total wichtig, weil das gibt einem so einen Korridor, auf dem man dann halt vor sich hingeht und es gibt einem einfach einen Punkt, auf den man zuarbeitet. Für mich ist es allerdings ja nicht nur wichtig, was ist das Ziel, was ich erreichen will, sondern auch, wie fühle ich mich auf dem Weg dahin und wie verhalte ich mich auf dem Weg dahin. Und ich finde, ein schönes Konzept ist das, Leistungsziele von Verhaltenszielen zu trennen, dass man eben sagt, okay, ich habe Leistungsziele, vielleicht sogar drei Stück, ein minimales Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen will, eins, wo ich sagen würde, ja, damit bin ich wirklich zufrieden, es sollte eigentlich so der Normalzustand sein und ein optimales Ziel, so, boah, wenn ich mir alles wünschen dürfte, dann. Und wenn ich gleichzeitig definiere, wie will ich mich auf dem Weg dahin verhalten und wie will ich mich dabei fühlen und das halbwegs zusammenpasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über mein Verhaltensziel, was mir wirklich jeden Tag im Alltag hilft, mich zu verhalten und Entscheidungen zu treffen, dass ich zum Normal- oder Optimalziel, also zu den höheren Zielen komme, das ist, sagen wir mal so, zu Normal kommst du fast immer, zu Minimal kommst du auf jeden Fall und zum Optimal gehört dann vielleicht noch so das Quäntchen Glück. Aber das hat man dann. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist ja so ein klassisches Coaching-Sprech, ja, das ist es ein Stück weit, weil wir ja nicht nur daran festmachen können, welche Leistungsziele wir erreichen, sondern es geht ja viel, viel mehr um den Weg. Denn keiner von uns lebt ja exakt dasselbe Leben wie der andere. Und Leistungsziele, die wir über die Masse ziehen, die sind einfach unfair. Die werden wir nie erreichen können. Vielleicht hast du einen Hund, der viele Krankheiten hat. Vielleicht bist du aber selber auch einfach mal erschöpft. Vielleicht bist du auch einfach nicht so der Trainingsfreak wie eine Anne. Oder du bist auch vielleicht einfach nicht so eine coole Socke in schwierigen Situationen wie eine Anja. Und dann ist es einfach so und das ist vollkommen in Ordnung. Also sich da frei zu machen, finde ich total wichtig. Und ich finde das Bild auch schön, wenn man das trennt, also trennt, wenn das gemeinsam Ziel sein kann, also ein Leistungsziel und ein Verhaltensziel, weil du mitunter dir selbst nicht so überforderst oder unter Druck sitzt, weil wenn du das Ziel
hast und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so richtig verbissen bist, blockierst du dir ja selber. Wenn du was sagst, okay, ja, Ziel ist gut, ja, also Verhalten, Leistungsziel ist gut, ich weiß ja, wie ich mich verhalten kann, macht es das Ganze halt wirklich leichter und vor allem auch alltagsnah. Ja, und ich habe immer eine total gute Definition. Also ich kann immer sagen, Moment mal, ich definiere mich über das, wie ich mich verhalten habe. Und dann gucke ich, was kommt dabei raus. Und manchmal gehört ja auch ein Stück weit Pech oder Glück dazu. Die Frage ist ja immer, wie viel kann ich wirklich selber steuern und lerne ich aus meinen Fehlern und steuere beim nächsten Mal gegebenenfalls anders. Lass uns ein bisschen wieder den Bogen zurückspannen. Was ist denn jetzt zu viel oder was ist zu wenig? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe häufig zwei Extreme. Das eine Extrem ist das, der muss da durch, das muss funktionieren. Wir müssen viel, wir müssen hart trainieren. Wenn du nicht regelmäßig im Training Vollgas gibst, dann wird das nichts. Und das andere Ziel ist, ich gehe allem auf den Weg, etabliere einfach nur Entspannung in meinem Leben. Ich sage immer, die Leute versuchen, die Hundeprobleme auf Meditationskisten wegzuatmen oder versuchen über Entspannungstraining mit dem Hund alle Probleme zu lösen. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so diese zwei Extreme, alles auf eine Karte oder nö, wir gehen einfach aus dem Weg, wir passen einfach unser ganzes Leben an. Ja, da stimme ich dir zu. Das ist das, was wir halt auch mitkriegen, denke ich, in unserem Job. Mein Wunsch, und ich denke, das entspricht auch deinem, ist natürlich da, den guten Mittelweg zu finden. Und da ist es, das ist schon auch ein Stück weit so, dass man dafür bereit sein muss. Also, weil wenn jetzt der Typ bin, so der muss da durch, dann braucht es ja viel, auch viel Verständnis und die muss fähig sein und willens sein, Neues zu lernen, um dieses Mindset zu überdenken. Und beim anderen Fall, wenn ich alles wegmeditieren will, dann brauche ich wahrscheinlich sehr viel Mut, dann brauche ich vielleicht eher, also brauche halt wieder andere Fähigkeiten, die ich lernen muss. Das ist, glaube ich, so wirklich ein eine große Kluft da teilweise dazwischen. Ich habe häufig bei diesen beiden Extremen auch das Gefühl, dass sich oder die Erfahrung, eigentlich nicht nur das Gefühl, sondern die Erfahrung, dass das dann oft die Leute sind, die das Gefühl haben, ich mache alles für den Hund. Ich mache alles für den Hund, weil dieses ich mache gar nichts, ich gehe dem allem aus dem Weg, bedeutet ja für uns Menschen auch unglaublich viel Organisation, Vorbereitung etc. Und oft entsteht dann in uns so ein Gefühl, ich mache alles für den Hund und gleichzeitig die Erwartungshaltung an den Hund, du musst es doch sehen, du musst doch dann funktionieren, wenn wir da hinkommen. Und das Problem an dem, ich gehe allem aus dem Weg, ist nicht, dass ich gehe allem aus dem Weg. Wenn du das dein Leben lang mit deinem Hund machen kannst und es sich für dich richtig und gut anfühlt und es dich total erleichtert, dass du sagst, oh, ich muss gar nicht auf den Stadtpark, ich brauche keine Hundekontakte für meinen Hund. Wenn der einen Kumpel hat, dann fühlt er sich super oder wir leben eh mit einer Hundegruppe und mehr brauche ich gar nicht und ich fahre total gerne raus und gehe niemals dann spazieren, das ist für mich viel entspannender. Hey, dann will keiner dich hier zu Begegnungen oder zu irgendwas anderem zwingen. Also wenn das dein Leben ist und du sicherstellen kannst, dass das für dich und deinen Hund auch auf alles, was du absehen kannst, so bleibt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Das Problem wird ja immer, wenn wir nicht trainieren und allem aus dem Weg gehen und dann kommen wir in die Situation, weil wir eben, wie ich zum Beispiel, einen Tierarzt haben, der in der Innenstadt in einer Großstadt sitzt oder weil wir mit dem Hund in den Urlaub wollen und dann auf einmal in Situationen landen, die wir so nicht trainiert haben oder weil uns auffällt, ja, wir haben unser Leben dem Hund angepasst, aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, haben wir dabei doch das eine oder andere Bedürfnis bei uns übersehen. Und dann kommt dieses, wir haben uns ja angepasst und jetzt erwarten wir von dem Hund aber, dass es funktioniert. Und das funktioniert dann eben nicht, weil wenn du das nicht systematisch aufgebaut hast, dann wird es nicht funktionieren. Und das, finde ich, ist immer so die Tücke da dran. Und gleichzeitig eben auch die Erkenntnis, viel hilft, aber auch nicht viel. Also gerade wenn du an Verhaltensproblemen arbeitest,
raten wir dir dringend davon ab, irgendwie 5 oder 6 oder 7 Tage die Woche zu trainieren. Zumindest wenn du in den Situationen trainierst, die für den Hund belastend und herausfordernd sind. Ja, ja, also ich stimme dir da völlig zu. Ich habe nur noch, also ich fasse das nur noch mal in meinen Worten zusammen, weil ich diesen Aspekt tatsächlich ja früher gar nicht bedacht habe, dass wir da ehrlich mit uns selbst sind und sagen, wo fällt es mir wirklich leicht, das so zu gestalten, den Alltag so zu gestalten, und wo belüge ich mich dann selber? So wie du sagst, wenn für mich das kein Problem ist, gewissen Dingen aus dem Weg zu gehen, und das wirklich kein Problem ist, dann ist das okay, dann wird das auch für den Hund okay sein. Aber ich kann solche Sachen nicht ausgrenzen, dass es ja doch mal dann halt zu solchen, bleib mal bei den Begegnungen, kommt. Oder dir jetzt ist ein gutes Beispiel, das ist einfach etwas, was im Leben des Hundes vorkommt. Und da dann zu sagen, die Werkzeuge, die ich brauche, dass ich die auch wirklich mit dem Hund aufbaue, dass ich das übe und das halt gut mache und nicht nur so lala oder irgendwie oder habe ich mal probiert, das ist schon wichtig an der Stelle. Es gibt von Ina Müller ein älteres Lied, das heißt, hätte ich einen Hund, hätte ich einen Grund. Und da geht es im Prinzip darum, dass sie irgendwie Einladungen ausschlägt, immer so nach dem Motto, so nee, ich kann nicht, der Hund muss versorgt werden. Und wenn du sagst, das ist, trifft voll und ganz auf mich zu, dann wird es dir leicht fallen, mit deinem Hund Zeit zu verbringen und dafür andere Sachen auszuschlagen. Aber diese Bedürfnisse können sich eben auch ändern. Und dann ist es halt für den Hund echt tricky. Also, ich gebe dir ein ganz, ganz simples Beispiel. Du bist Single, für deinen Hund ist dein Schlafzimmer dein Rückzugsort und irgendwann lernst du jemanden kennen. Dann möchtest du vielleicht mit dem auch mal in dein Schlafzimmer gehen und trotzdem soll es sich für den Hund ja in Ordnung anfühlen, dass da ein fremder Mensch in der Wohnung ist, weil der ist ja für den Hund erstmal kein vertrauter Mensch, zumindest in dieser Konstellation, in der Wohnung und im Schlafzimmer nicht. Das heißt, dann solltest du mit deinem Hund tatsächlich üben, dass es für ihn in Ordnung ist, dass Menschen ins Schlafzimmer gehen, dass er noch einen anderen Rückzug hat, etc. Und das sind so häufig so Situationen, die ich dann eben auch erlebe, dass Leute mich ansprechen und sagen, ich habe jetzt einen neuen Partner, der Hund lässt ihn nicht ins Schlafzimmer. Was mache ich denn dann jetzt? Und dann ist halt auch dieser Druck und ja auch das Bedürfnis da. Ich bin frisch verliebt, da ist ein anderer Mensch. Das ist mir vor dem vielleicht auch peinlich und unangenehm. Und dann kommt eben dieser Druck. Das heißt, so ein bisschen vorausschauend handeln. Wir wollen, dass du im Prinzip mit deinem Hund so, so trainierst, wie du auch Auto fährst, nämlich vorausschauend, und du nicht hinter jedem Baum das Reh krampfhaft vermutest und dich an der Leine genauso festkrampfst wie in einer Stresssituation am Lenker, sondern dass du eben das locker machst, aber eben mit ein bisschen vorausschauend. Und nach meiner Erfahrung ist es, wenn du an Begegnungsproblemen, an Leine ziehen, an Angst- oder Aggressionsverhalten, an Frustration, an Jagdverhalten arbeitest und hast noch kein großes Tool, Kissen sozusagen, was dich, Fundament, was dich unterstützt, oder kein gutes, es muss nämlich gar nicht groß sein, dann ist es gut, wenn du sagst, ich widme 90% meiner Zeit, Trainingszeit mit dem Hund tatsächlich der Vorbereitung und dem Training außerhalb der Situation und 10% komme ich in die Situation, wo ich dann eben anwende, und dann ist es gut. Das ist immer so ein bisschen dieses, im Prinzip dieses, dieses Thema wie beim im Spitzensport, 90% des Trainings, 10% des Wettkampfs ungefähr. Und wenn du dann voranschreitest, dann verschiebt sich ja automatisch, was für dich Wettkampf ist. Und dadurch erweitert sich dann auch die Komfortzone. Und Anja hat eben auch nochmal das Beispiel der Begegnungen gebracht. Ich bin ein großer Fan, gerade bei Begegnungen, dass du es systematisch angehst. Wir benennen das nach 10 Disziplinen. Disziplin 0 ist sozusagen dort, wo dein Hund andere Hunde vermutet und du. Und Disziplin 10 ist dann wirklich die enge, frontale, schnelle Begegnung aufeinander zu. Und das kannst du ja splitten. Und wenn du dich da systematisch durcharbeitest und eben die Werkzeuge, die du brauchst für diese Situation, regelmäßig auch außerhalb dieser Situation trainierst, dann kannst du das tatsächlich mehr oder weniger täglich machen. Du kannst
in 2 oder 3 Mal die Woche gezielt Situationen aufsuchen, wo dir so ein bisschen kribbelig wird, ja, und wo du denkst, so, schaffen wir das denn noch? Aber den Rest der Woche sollte dann auch Entlastung, Spiel, Spaß, Freude im Vordergrund stehen, weil du sonst tatsächlich auch in das Problem läufst, dass sozusagen die Stressareale im Hundegehirn, die unangenehmen Emotionsareale, die Neurotransmitter, die für diese Sachen zuständig sind, viel mehr ausgeschüttet werden und die verändern ja die Gehirnstruktur. Also du kannst im Prinzip Optimismus und Pessimismus wie einen Muskel trainieren und wenn du immer nur am Problem trainierst, dann trainierst du den Pessimismus. Wenn du viele Erfolgsmomente mit deinem Hund feierst, dann trainierst du den Optimismus und dass du da eben darauf achtest, dass es mal kribbeln kann, damit der Optimismus so ein, boah, geil, ich habe das geschafft, kriegt so einen erleichternden Effekt. Aber das darf eben nicht mehr als 2 bis 3 Mal die Woche zum Beispiel sein. Und den Rest der Zeit sollte es easy sein. Und je häufiger du eben unvorhergesehen in diese Situation kommst, desto weniger Gelegenheiten hast du eigentlich, den Optimisten zu pushen. Ja, ich finde zum Beispiel da den Vergleich ganz gut. Wenn du schwimmen lernen willst, fängst du auch nicht mit dem Köpfler vom 10-Meter-Brett an. Ja, sondern du. Da bin ich raus, ich habe Höhenangst. Ja, ich auch. Deshalb habe ich genau dieses Bild genommen. Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand für meine Themen, aber ich springe dir nicht vom 10 Meter. Ja, aber ich finde den Vergleich halt recht passend, weil das ist das, was wir oft erleben, dass die Menschen erwarten von den Hunden. Und so wie du das beschrieben hast, das ganz systematisch anzugehen, ist so, so wertvoll. Und vielleicht auch noch der Hinweis, wenn du nicht nur über Futter als Belohnung arbeitest, sondern wenn du bedürfnisbefriedigend, abwechslungsreich belohnst zum Beispiel, dann hast du über deine Belohnungen schon eine ganze Menge an Beschäftigungsaspekten auch raus. Das heißt, du brauchst dann nicht noch dieses Hobby, jenes Hobby, das Hobby. Und man muss auch mit dem Hund nicht jedes Hobby mal testen oder ausprobiert haben. Genauso wie du als Mensch nicht unbedingt alle Sportarten testen musst. Vielleicht findest du vom Zehnerspringen total toll und Paragliden total toll, aber Yoga total langweilig und du guckst dir das an und denkst dir, nee, das tönt mich so gar nicht an, dann musst du es auch nicht machen oder eben umgekehrt. Also wenn du gute Werkzeuge aufbaust, eine Handvoll richtig geiler Werkzeuge mit deinem Hund und die mit vielen Abwechslungsbereichen Belohnungen verknüpfst, das heißt, wenn du aufhörst, in die Breite zu gehen, sondern lieber in die Tiefe, das heißt, bei uns sind es so klassisch 5 Werkzeuge, die wir eben sagen, die sollte jeder trainieren oder die empfehlen wir jedem zu trainieren, damit er den Hund super durch den Alltag lenken kann, dann kannst du mit diesen 5 schon 80% der Situation hervorragend meistern. Wenn du diese 5 Werkzeuge dann noch mit einem Schwung an Belohnungen kombinierst, zu einem richtigen Potpourri und Blumenstrauß an Belohnungen, dann hast du damit schon ganz, ganz viele Aspekte weg und dann kannst du dir überlegen, was ist mit den letzten 20%? Betreibe ich da Management? Gehe ich den Situationen aus dem Weg? Lohnt es sich dafür zu trainieren? Habe ich dazu die Muße, statt alles anzufangen und dann nichts zu Ende zu bringen? Also ich erlebe das ganz oft, dass wir eben sagen, das muss der Hund noch können und das muss der Hund noch können und das muss der Hund und das und das. Und ganz häufig ist es so, dass uns eigentlich 5, 6 richtig gut trainierte Sachen den Hund durch so viele Sachen bringen lassen und so auch uns zu helfen, weil man einfach weiß, man steht in Krisensituationen nicht mehr da und überlegt, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, sondern es ist wie so ein Mantra und die Sachen sind super gut trainiert und dadurch, dass sie mit abwechslungsreichen, tollen Belohnungen verknüpft sind, hast du im Training ganz viel Freude, Spaß und für den Hund auch ganz viel auslastende Beschäftigung. Ja, also ich bin ja jetzt weniger Trainingsnerd als die Anne, wobei mir das schon Spaß macht. Also das. Du bist unsere Spielequeen. Ja, also ich bin also eher so auf dieser Beschäftigungsebene unterwegs und Belohnungsebene. Und ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, warum das wohl so ist. Was mir wirklich daran Spaß macht, ist einfach halt zu sehen, weil ich selber Freude dran habe, wenn mein Hund Freude hat oder andere Hunde Freude haben. Und das macht halt
mit der Beziehung auch etwas. Ja, das ist für die Bindung, die ja so oft im Raum steht, total wichtig und sinnvoll. Und das Schöne ist, dass das aber lebendig ist. Das heißt, die definieren nicht nur einmal so die Kekse und das Spiele und buddeln, sondern das verändert sich im Laufe des Lebens, im Laufe des Jahres, wie sich halt die sozialen Strukturen vielleicht auch ändern und so weiter. Das ist so einfach so eine spannende Sache, wo man immer dranbleiben kann. Ich finde es total wichtig und für mich ist das genau das, was Bindung und Beziehungsarbeit ist, nämlich zu gucken, wie geht es dir gerade, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade und brauchst du vielleicht auch einfach gerade mal Freiheit, um eigenständig Dinge zu machen. Es geht dabei ja gar nicht darum, wie so ein Helikopter mal über den Hund zu schwirren, sondern eben es geht ganz viel um Kommunikation, um Interaktion, aber auch um das, um die Balance zwischen gemeinsam machen und wirklich autonom, also eigenständig den Hund auch mal was machen lassen. Und Anja, ich finde, was Menschen unbedingt können sollten, lernen sollten, die mit Hunden leben und wirklich mit dem Hund auch eine gute Beziehung aufbauen, ist das Lenken von Erregung und das Üben Ausdrucksverhalten zu erkennen, überhaupt wahrzunehmen, zu erkennen und dann auch für sich selbst so ein Stück weit zu interpretieren. Und ich finde, das lässt sich über Belohnung und Spiel ganz viel machen, oder? Wie siehst du das? Ich wollte gerade sagen, dass da ist eins der Schlüsselpunkte, dass man sich mit diesem Thema Belohnungen und Beschäftigungen, also tatsächlich Wohlbefinden fördernde Beschäftigung für den Hund auseinandersetzt und dass man da ein Auge drauf wirft und oh Mann, Auge drauf werfen, ich schon wieder Kopfkino. Wir sind halt visuelle Typen. Also das finde ich an der Stelle total wichtig und es hängt stark zusammen und dass man eben auch keine Angst vor dieser Erregung hat, dass man bewusst ist, wenn man gewisse Aktivitäten beim Hund fördert, dass die Erregung steigt, aber dass das okay ist, weil das Wohlbefinden da im Hintergrund steht. Und du kriegst im Spielen mit dem Hund ja immer ein direktes Feedback, weil ein wesentliches Element von Spiel ist ja dieses permanente Abchecken, ist es noch Spiel oder ist es nicht? Also ne, sind wir noch Freunde? Passt es noch? Hast du wirklich noch Lust? Also das Aufeinander eingehen. Und ich erlebe ganz oft, dass die Hunde dann mittendrin so sagen, und das Spielen einstellen. Und so ein bisschen steif werden und oder so einfach nur sich dem Spiel ein Stück weit entziehen. Und dann weißt du, sie sind in dem Moment nicht mehr sicher, ob es bei dir noch Spiel ist. Sie haben irgendwas an dir wahrgenommen, das vielleicht ehrgeizig war, das vielleicht angespannt war. Vielleicht hast du es gar nicht so gemeint, aber sie taxieren in dem Moment, ist es noch Spiel oder nicht. Und dann hören sie sofort im Prinzip auf zu spielen. Und dadurch kriegst du ein sofortiges Feedback von deinem Hund und kannst dann im Nachhinein reflektieren, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Oder du hast dich gefilmt und kannst dann eben angucken, was ist da eigentlich konkret vorher passiert? Und es sind ganz häufig minimale Bewegungen, wo wir dem Hund dann vielleicht doch das Spielzeug ins Gesicht gehauen haben, obwohl wir es wegbewegen wollten oder solche Sachen. Und ich finde, da kann man ganz, ganz, ganz viel lernen. Es bedarf allerdings Eigenreflexion. Und übrigens, als alter Herdenschutzhund-Fan, man kann das auch mit Herdenschutzhunden. Ja. Es braucht halt noch mehr Übung. Es braucht als mit einem Hund, der total gerne von sich aus schon spielt. Ja, und vielleicht auch eine gewisse Art von Kreativität gebohrt mit der Fähigkeit, sich Dinge zu trauen, also einfach so auch out of the box zu denken und dieses, wie spielt man mit dem Hund, einfach mal hinten überzuschmeißen und sagt, wie spiele ich mit diesem Hund, so zu sehen, das ist vielleicht dann auch noch ganz gut. Und ich finde es einfacher, mich mit einem Herdenschutzhund zu beschäftigen und mit dem ein Spiel zu initiieren und ein Spiel zu entwickeln, also mit einem Hund, der auf alles und jedes total schnell reagiert. Also da bin ich jetzt persönlich zum Beispiel schneller überfordert. Ich lieb's ja.
Also die Kunden kennen das auch. Manchmal geht es auch mit mir durch und dann habe ich keine Impulskontrolle und dann muss ich genau mit diesen Hunden im Training spielen. Das ist mir gerade noch in der Trainingswoche passiert. Es ist einfach mit mir durchgegangen. Normalerweise machen wir das ja nicht so, aber in dem Fall ist es mir so miteinander durchgegangen, weil der hat mir so nett sein Spielzeug mehrfach gebracht und gesagt, können wir Ja, mal. das verstehe, da Und geht's mir dann, danach so. Ja. ich habe ja zwei Hunde, zwei alte Damen zu Hause, die spielen, aber die spielen eben nicht so, bam, hier bin ich, sondern die spielen viel, viel vorsichtiger und die spielen viel, also haben sehr eigene Spielvarianten und manchmal geht es dann mit einem durch. Bei mir ist es einmal mit mir durchgegangen, da ist dann der Border Collie 2 Meter weiter weggestanden beim CR-Spiel. Also, das ist, wenn man halt einfach dann so die Gewohnheit hat, große, schwere Hunde und die zergeln und dann ist das plötzlich so 20 Kilo, So, 18 so ein Kilo. fluffiges. Ja, so, ups. Also, wir haben, ja. Ich kann es nachvollziehen, Anne. Okay, also warum spielen nochmal für dich zusammengefasst, warum wir innerhalb dieses das richtige Maß finden, die Balance finden, das Spielen oder überhaupt bedürfnisbefriedigende, abwechslungsreiche Belohnungen so mit reingenommen haben? Du kannst über abwechslungsreiche Belohnung, Auslastung und Beschäftigung super gut mit unterbringen. Du kannst ganz viel darin unterbringen, dass du die Beziehung zu deinem Hund optimierst, dass ihr miteinander euch auf die guten Sachen, auf das Wohlbefinden konzentriert und dadurch kannst du eben seinen Optimismus wieder trainieren. Du kannst über das Spielen lernen, sein Ausdrucksverhalten besser lesen zu lernen und zu merken, wann ihr eben in der Aktion, Interaktion noch Dinge optimieren könnt. Du kannst darüber die Erregung deines Hundes aufgreifen und in die eine oder andere Richtung lenken, auch in schwierigen Momenten. Es ist so toll, wenn man in schwierigen Momenten eben oder direkt danach die das Spiel nehmen kann, um Situationen gut ausklingen zu lassen. Und es ist so sinnvoll, dass man Erregung nicht unterdrückt, sondern eben aufgreift und in eine oder andere Richtung abwechseln, abfließen lässt. Und wenn du über bedürfnisorientierte, abwechslungsreiche Belohnungen, das ist ganz egal, ob das Futtersuchen mit sind, ob das Spiel mit ist, also nur weil wir jetzt das Spiel so rausgepickt haben, denkt nicht, das geht immer um Spielen. Je abwechslungsreicher deine Belohnungen sind, desto weniger brauchst du eben noch diese ganzen Auslastungs-, Beschäftigungs- oder sonst wie Sachen und desto mehr kannst du den Druck aus deinem Stundenplan entnehmen und desto besser kannst du dann auch wieder ausgleichen, wenn du den Bogen mal überspannt hast, weil du was hast, wo du eben das ganze Gute wieder trainieren kannst und auch die Erregung und ein Stück weit auch den Stress wieder abfließen lassen kannst. Ja, und wenn du alles das, was Anne so schön zusammengefasst hat, hast, beherzigst, wird es auch weniger dazu kommen, dass du mal den Bogen überspannst. Fassen wir nochmal zusammen. Das A und O, um das richtige Maß zu finden und beim Training wirklich weiterzukommen. Also wie viel ist zu wie viel, was ist zu wenig, ist für mich tatsächlich erstmal auf einige wenige gut trainierte Werkzeuge zu setzen und die wirklich in die Tiefe zu trainieren. Ja, dann brauchen wir abwechslungsreiche Belohnungen. Dafür brauchen wir abwechslungsbereiche Belohnungen und die machen das dann ganz toll auch noch. Und Ja. gleichzeitig sind sie für Punkt 3, nämlich das Credo oder mit das Credo, nämlich das Ausdrucksverhalten deines Hundes lesen zu lernen. Also sich wirklich damit zu beschäftigen, was tut der da, was macht der da eigentlich? Ja, und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, weil das gehört auch dazu, dass ich keine Angst vor Erregung habe, sondern sie richtig einordne, sie lenke, statt sie zu unterdrücken. Weil Erregung nicht per se was Schlechtes ist. Das finde ich so wichtig. Und dann gibt es die Entlastungstage. Und das sind keine Entspannungstage. Also auch da darf Erregung auftreten, sondern bei den Entlastungstagen geht es um tolle Momente, um Momente, die Freude machen. Und wenn du diese Sachen etablierst und eben sagst, okay, ein gewisser Prozentteil meines Trainings ist das gut Trainieren der Werkzeuge. Ein gewisser Teil ist es, mir punktuell 10% Wettkampf zu suchen und aber auch Wettkampfsvorbereitung, also 2 bis 3 Tage die Woche in kleine Herausforderungen zu trainieren, wo wir uns kurz so die Luft anhalten und dann geht es aber doch noch gut. So die zu suchen und den Rest
Den würde ich verwenden aufs Wohlbefinden. Ja. Wenn du das alles mit uns angehen möchtest, dann möchte ich dich herzlich einladen, dich entweder zu unserem Newsletter anzumelden. Da wird es nämlich um diese 5 Werkzeuge, die wir so empfehlen, in den nächsten Wochen relativ viel gehen. Und ich möchte dich herzlich Unbedingt. einladen in den Anlass mit Hund Zirkel, wo du nicht nur die Trainingsanleitung dieser 5 bekommst, sondern zum Beispiel auch die Zusammenfassung, was es unter Disziplin 0 bis 10 bei den Hundebegegnungen eingibt und ganz, ganz viele andere Sachen. Und der Anlass mit Hund Zirkel hat gerade neu die Pforten geöffnet. Das heißt, wir haben ihn umgebaut und jetzt startet er neu durch. Und wenn du bis zum 30.11.23:59 beitrittst, dann kannst du mit dem Gutscheincode Podcast85 10% Rabatt auf den Zirkel mitnehmen. Wir verlinken dir das hier alles in den Shownotes. Und Anja, ich glaube, im Zirkel werden wir auch eine Menge von dir und dem Thema Spaß sehen, oder? Ja, durchaus. Also ich freue mich schon sehr drauf. Ich denke, dass dieses Projekt so gut ist und so umfassend ist. Ja, also ich würde Und so mir das jetzt, vielfältig, oder? ja, genau. Und ja, also das schau auf jeden Fall mal rein. Ich kann nur sagen, also unbedingt, unbedingt reinschauen. Und wenn ich dann noch die Anja dazu kriege, dass sie ihre besten Hundekeksrezepte rausrückt, dann, ihr Lieben, dann gibt es Ja, tatsächlich auch noch sowas. was wollen wir? Die gibt es aber nur, wenn. Wenn? Was Wenn? muss ich dafür tun? Nenn du nix, oder? Unsere Ach so, du meinst, das sind Interessenten. die Goodies für gutes Mitarbeiten? Ja, das könnte man doch machen. Okay, gut. Ich glaube, Also der ihr bei den merkt Hunden schon, wir auch. haben Spaß daran, das Ganze für euch immer weiterzudenken. Wir hoffen, du kannst aus dieser Podcast-Episode eine ganze, ganze Menge mitnehmen. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Ja. Und sagen, Hör mal wieder rein.